So, hallo, herzlich willkommen. Nun geht's weiter mit unserer Funktion, mit unserer quadratischen Funktion. Und ich erkläre euch, wie man die Extremstellen ausrechnet. Dazu braucht man natürlich erstmal die notwendige Bedingung, dass es f' von x ist gleich 0. Also müssen wir zuerst f' bilden. Das heißt, die Ableitung bildet man ja, indem man den Exponenten nach vorne zieht. Dann sind es minus 2 Viertel. Gekürzt 1/2 und hier bleibt nur noch die 2 und die minus 1 als Konstante fällt weg. Da wir für die hinreichende Bedingung auch noch f' brauchen, setzen wir es auch hier oben gleich mit dazu. Da ist dann f' nur noch minus 1/2. Okay, notwendige Bedingung. f' von x ist gleich 0. Also setzen wir die erste Ableitung gleich 0. Minus 1/2 x plus 2 ist gleich 0. Dies ist keine quadratische Gleichung mehr, sondern nur noch, weil da nur x hoch 1 steht, eine lineare Gleichung. Das heißt, wir können ganz normal durch Umstellen, können wir entsprechend nach x auflösen. Minus 1/2 x ist gleich minus 2. Tut euch immer den Gefallen, dass ihr die Gleichheitszeichen möglichst untereinander schreibt. Auch die x'e, alles, was ihr entsprechend verändert habt, kommt auf die andere Seite und alles, was gleich bleibt, sollte auch an der gleichen Stelle stehen bleiben. Jetzt müssen wir durch minus 1/2 teilen oder das ist das gleiche wie mal minus 2. Also ist hier einfach x ist gleich minus 4. Entschuldigung, plus 4. Und damit haben wir eine Extremstelle gefunden. Die ist jetzt bei 4, aber wir wissen noch nicht genau, was für eine Extremstelle das ist. Das kann jetzt ein Maximum oder ein Minimum sein. Und das zeigt uns die hinreichende Bedingung, die nämlich heißt, also f' von x muss 0 sein und f' von x muss ungleich 0 sein. Das heißt, wenn wir jetzt haben, f' von x ist kleiner als 0, dann würde es ein Maximum sein. Und wenn wir herausbekommen, f' von x ist größer als 0, dann würden wir herausbekommen, dass es ein Minimum ist. Und wenn es gleich 0 wäre, dann wäre es ein Sattelpunkt. Aber Sattelpunkt geht natürlich hier nicht, weil wir ja eine quadratische Funktion haben. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt f' von x und setzen, um jetzt zu checken, ob es ein Minimum oder ein Maximum ist, setzen wir jetzt praktisch unsere 4, unseren x-Wert da ein und nehmen dann unsere Funktionsgleichung. Die ist natürlich hier einfach, das ist ja nur minus 1/2. Da sehen wir sofort, es ist kleiner als 0. Also wissen wir, das ist ein Maximum. Und das Maximum, dazu brauchen wir natürlich jetzt noch unseren y-Wert und den kann man sich natürlich auch schnell ausrechnen, sodass wir als x-Wert für das Maximum jetzt haben die 4. Das ist ganz wichtig, das ist der x-Wert, das ist die 4 und diese minus 1/2, die sind nur dafür da gewesen, um zu checken, dass es ein Minimum oder ein Maximum ist. Und jetzt müssen wir als dritten Schritt noch unseren y-Wert ausrechnen. Und das machen wir, indem wir das in die Ausgangsgleichung einsetzen. Also die 4 wird in die Ausgangsgleichung eingesetzt. Und dann kriegen wir entsprechend minus 1/4 mal 4 Quadrat plus 2 mal 4 minus 1. Und dann bekommen wir als y-Wert 3 heraus. Und das ist jetzt genau die 3, die wir jetzt entsprechend hier als y-Wert jetzt einsetzen. F von 4 ist also nichts anderes als y. Und jetzt können wir unser Maximum einzeichnen. Das liegt also bei 4 und 3. Hier war ja 2, hier war 4. Also ist da unser Maximum, das ist der Punkt mit den Koordinaten 4, 3. Und jetzt können wir unseren Graphen schon sehr genau zeichnen.
Hier waren noch die Nullpunkte von dem anderen Video. Und dann können wir entsprechend hier unseren Graphen sehr schön einzeichnen. Natürlich können wir zusätzlich noch eine Wertetabelle anlegen, wenn wir das möchten. Aber das ist natürlich eigentlich jetzt nicht mehr nötig. Okay, so rechnet man Extremstellen. Also wichtig ist immer, erster Schritt die notwendige Bedingung, zweiter Schritt die hinreichende Bedingung und dritter Schritt den y-Wert ausrechnen und dann natürlich immer noch den Graphen einmal zeichnen und kontrollieren. Okay, das war's. Viel Spaß!